In diesem Video möchte ich mit dir über das Thema Liebeskummer sprechen und warum Liebeskummer tatsächlich eine echte Chance sein kann und wie du einen Blickwinkel auf diesen Schmerz bekommst, diesen Liebesschmerz, der dir sogar dabei helfen kann, das Bestmögliche aus dieser Situation herauszuziehen. Unabhängig davon, wenn du mehr erfahren möchtest über mich und meine Coachings, dann guck einfach unten im Kästchen in der Beschreibung und du wirst alle Informationen finden. Also, Liebeskummer als eine Chance. Also, immer wenn wir unter Liebeskummer leiden, dann denken wir in erster Linie, das ist ein fürchterliches Gefühl, man möchte sich davon befreien. Und dass es die gesamte Welt mit einem nicht gut meint. Was aber die wenigsten verstehen, ist die Tatsache, dass Liebeskummer ein unglaublicher Impulsgeber für innere Heilung ist. Wenn wir heilen möchten, ja, irgendwelche Traumata oder Gefühle, ist es wichtig, dass wir das, was wir heilen möchten, an der Wurzel erreichen können. Dass wir an diesem Punkt vordringen können, wo eben dieses Übel sitzt, was dann dafür sorgt, dass sich unsere Lebensqualität verschlechtert. Warum auch Heilung? Also natürlich, Heilung heißt immer mehr Lebensqualität. Es liegt also an dir, wie weit du dafür gehst. Und richtiger Liebeskummer ist im Grunde genommen nichts anderes als ein derartiger Heilprozess. Warum? Die erste Liebe, die du je hattest in deinem gesamten Leben, das war immer die Liebe zu deinen Eltern. Als erstes zu deiner Mutter und dann zu deinem Vater. Das heißt, wenn du dir jetzt bestimmte Menschen für Partnerschaften aussuchst, bist du automatisch immer an diese Muster gebunden, denn sie sind das einzige und erste, nicht das einzige, aber im ersten Moment das einzige, was wir wirklich lernen und erfahren über ein männliches oder weibliches Gegenüber. Und triffst du nun einen potenziellen Partner oder eine potenzielle Partnerin, dann ist das wie ein Puzzle, das genau dort einrastet, wo eben unbewusst diese Muster von Mama und Papa bei dir andocken. Deswegen verlieben wir uns in bestimmte Menschen, in andere Menschen verlieben wir uns nicht. Natürlich nicht ausschließlich, aber das hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Und wenn es nun zu einer Trennung kommt, ist es immer wieder so, dass diese Muster angeteasert werden. Natürlich auch nicht zu 100%, aber zu einem sehr, sehr großen Teil. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel die Angst, nicht gut genug zu sein, durch einen deiner Elternteile in der Kindheit erfahren hast und nun verlassen wirst, dann wird für dich dieser Schmerz besonders stark sein, weil erneut dieses Muster, ich bin nicht gut genug, von deinem Gegenüber getriggert wird. Und allein, das ist nur ein Beispiel, es gibt viele weitere Muster, und alleine dieses Muster sorgt dafür, dass du Umstände in dein Leben ziehst, die dir immer wieder bestätigen, ich bin nicht gut genug. Und die Trennung kann genau deswegen, der Liebeskummer kann genau deswegen eine Chance darauf sein, dass du dieses Muster endlich besser erreichen und erkennen kannst. Das heißt, von einer geliebten Person wird erneut diese Erfahrung, die du das erste Mal in der Kindheit gemacht hast, geöffnet, diesmal ganz tief an der Wurzel und du hast die Möglichkeit, sie wirklich richtig zu spüren. Und wir heilen immer nur auf eine einzige Weise, indem wir durch die Angst und das Traumata durchgehen. Und
Genauso ist es eben auch mit Liebeskummer. Du gehst zusätzlich zu dem Liebeskummer, der aus dem Herzen kommt, auch durch diesen Liebeskummer, der aus diesem Ego-Anteil kommt. Ein Beispiel, nicht gut genug zu sein. Nur hast du jetzt die Möglichkeit, das, was du da erfahren hast, an einer viel tieferen Wurzel zu bearbeiten. Viele Menschen haben zum Beispiel, um bei diesem Beispiel zu bleiben, das Problem, dass sie sich nicht gut genug fühlen und sie wollen sich eigentlich besser fühlen, aber sie wissen nicht wie. So, und dann guckt man in den Spiegel und sagt, du bist gut genug und so weiter. Aber das alles hilft nicht. Das hilft nicht, weil nicht an der Wurzel angesetzt wird. Und durch Liebeskummer hast du die Möglichkeit, tatsächlich an diese Wurzel heranzukommen und genau dort zu arbeiten. Und das birgt ein unglaublich großes Potenzial für Heilung. Deswegen lade ich dich dazu ein, Liebeskummer mal von dieser Perspektive zu betrachten. Ja, es ist schmerzhaft und es fühlt sich grausam an und es fühlt sich schrecklich an. Aber geht zusätzlich noch in das Bewusstsein rein, dass das, was ich jetzt gerade hier fühle, auch ein Heilprozess ist, der ganz eng mit inneren Glaubenssätzen zu tun hat, die in mir verankert sind und meine Lebensqualität einschränken. Und erst dadurch, dass das jetzt soweit offen ist, kann ich damit auf eine Weise umgehen, die Liebeskummer zu einem unglaublich starken Heilmotor macht. Also indem du es fühlst, was du den Schmerz fühlst, und was ich immer gemacht habe, ich habe so viel Liebe, wie ich nur konnte, in diesen Schmerz reingegeben. Denn auf diese Weise habe ich sozusagen das innere Kind in mir, das sich nicht gut genug fühlt, am ersten Erfahrung durch Mama und Papa, einfach geliebt und die Energie reingegeben, dass es sich jetzt gut genug fühlen kann. Also dass jemand für dieses innere Kind sozusagen da ist und das bin ich dann. Und auf diese Weise kannst du halt unglaublich viel Selbstliebe entwickeln und wirklich an der Wurzel arbeiten. Und das ist eine Möglichkeit, die bekommst du nicht einfach so immer wieder. Die bekommst du jetzt vor allem durch diese Trennungssituation. Und wenn du sie so wahrnimmst, wirst du auch merken, dass der Trennungsschmerz schneller und leichter zu verarbeiten ist und du wirklich was richtig Gutes für dich und deine Lebensqualität aus diesem ganzen Trennungsszenario mit rausnehmen kannst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.